Absolut nachvollziehbar ist das natürlich jetzt ein riesengroßes Thema. Vorgestern ist zum zweiten Mal in nur 5 Monaten eine noch wirklich neue Boeing 737 MAX 8 abgestürzt. Zum zweiten Mal kurz nach dem Start und zum zweiten Mal hat das niemand überlebt. Mittlerweile gibt es ein paar neue Infos zu dem Unglück von vorgestern. Da reden wir natürlich gleich auch ein bisschen drüber. Ansonsten soll es heute aber hauptsächlich um die Frage gehen, ob es denn gute Gründe dafür gibt, die Boeing 737 MAX zum jetzigen Zeitpunkt zumindest als Passagier erst einmal ein bisschen zu meiden. Ob das Flugzeug ein sicherheitsrelevantes Problem hat und ob man die Maschine oder diesen Flugzeugtypen vielleicht generell erstmal am Boden lassen sollte. Darüber denken wir heute mal ein bisschen drüber nach und dann bin ich bei dieser Thematik natürlich auch sehr gespannt auf eure Meinung. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Mittlerweile gibt es ein paar neue Informationen zum Absturz der Boeing 737 MAX 8 der Ethiopian Airlines vor 2 Tagen. Es gibt auch Bilder von der Unglücksstelle, die tauchten mittlerweile im Internet auf und da kann man auch ganz klar erkennen, dass das Flugzeug da mit sehr hoher Geschwindigkeit in den Boden geflogen sein muss. Von dem Flugzeug gibt es bis auf einige wenige Ausnahmen nur noch ein paar Einzelteile und deswegen, nachdem man diese Bilder sieht, ist es auch völlig klar, dass es am Sonntag dann nicht mehr lange gedauert hat, bis die Bestätigung kam, dass keiner der 157 Menschen an Bord dieses Unglück überlebt hat. An Bord der Maschine waren Menschen aus 35 verschiedenen Nationen. Die chinesische Luftfahrtbehörde sowie auch Ethiopian Airlines selbst reagierten am Sonntagabend dann noch mit einer drastischen, aber auch von euch sehr oft geforderten Maßnahme und zwar werden die alle Maschinen vom Typ Boeing 737 MAX 8 von nun an erst einmal am Boden lassen. Das heißt, die Flugzeuge sind erst einmal gegroundet. Das machen auch andere Fluggesellschaften, zum Beispiel Gol aus Brasilien. Alle indonesischen Fluggesellschaften machen das. Genauso bleiben die Flugzeuge auch bei der Aero Mexico sowie auch bei der argentinischen Fluggesellschaft Aerolíneas Argentinas am Boden. Und auch andere Fluggesellschaften, die meist dann nur eine sehr geringe Anzahl an Boeing 737 MAX 8 in ihrer Flotte haben, haben angekündigt, dass sie die Maschine jetzt in den nächsten Tagen, in der nächsten Zeit, bis man da ein paar neue Informationen hat, dass sie so lange das Flugzeug erst einmal nicht mehr einsetzen werden. Allein durch die Entscheidung der chinesischen Luftfahrtbehörde, diesen Flugzeugtypen 737 MAX 8 von nun an erst einmal am Boden zu lassen. Allein dadurch ist jetzt knapp ein Drittel aller ausgelieferten 737 MAX am Boden. Insgesamt sind es etwa 350 Flugzeuge, die Boeing bis zum aktuellen Zeitpunkt ausgeliefert hat. Etwa 4.800 Maschinen des Typs sind zum aktuellen Zeitpunkt noch bestellt. Zu dieser Entscheidung, das Flugzeug erst einmal am Boden zu lassen, sind die Chinesen sowie auch Ethiopian Airlines, die jetzt übrigens noch 4 737 MAX in ihrer Flotte haben. Zu dieser Entscheidung sind die gekommen, weil die sich einfach einig darüber sind, dass das Flugzeug 737 MAX 8 zum aktuellen Zeitpunkt auf jeden Fall noch ein Problem hat. Ein Problem, das durch den Flugzeughersteller Boeing auf jeden Fall erst einmal behoben werden muss. Und das ist dann jetzt natürlich auch die spannende Frage. Hat Boeing bei der 737 MAX einen Fehler gemacht, der das Flugzeug unsicher macht, beziehungsweise unsicherer als die Vorgängerversion? Und da war ich auch sehr überrascht über eure Kommentare zu dem Video am Sonntag. Viele von euch haben geschrieben, dass sie entweder schon einen 737 MAX Flug umgebucht haben, beziehungsweise jetzt das Flugzeug auf jeden Fall ganz bewusst erst einmal meiden werden. Andere wiederum scheinen wirklich böse bzw. sauer zu sein auf den Flugzeughersteller Boeing, dass die ein scheinbar offensichtliches Problem nicht ausreichend angegangen sind bzw. das Problem eben noch nicht behoben haben, das Flugzeug 737 MAX aber trotzdem bei den Fluggesellschaften fliegen lassen und damit natürlich ein gewisses Sicherheitsrisiko besteht. Gut, dazu nur ein paar kurze Worte. Es gibt auf jeden Fall absolut Ähnlichkeiten zwischen dem Lion Air-Absturz Ende Oktober 2018 und dem Absturz jetzt vor 2 Tagen bei Ethiopian Airlines. Das schauen wir uns gleich auch nochmal ganz ausführlich an. Wichtig ist jetzt nur, dass wir uns eben nicht rausnehmen, nur weil es auf diesen ersten Blick so viele Ähnlichkeiten zwischen dem Fall Ende Oktober und dem Fall vor 2 Tagen gibt, dass wir uns jetzt nicht rausnehmen zu sagen, dass es dort auf jeden Fall einen fehlerhaften Angle of Attack Sensor, fehlerhafte Angle of Attack Daten und dann eine fehlerhafte Reaktion des Flugzeuges bzw. des umstrittenen Maneuvering Characteristics Augmentation Systems gab. Man befindet sich jetzt natürlich noch ganz am Anfang der Ermittlungen. Und ob die Piloten jetzt in ganz dicken Anführungszeichen schon wieder falsch auf das System in dem Flugzeug da reagiert haben, das wissen wir einfach noch nicht. Und das sollten wir auch akzeptieren und respektieren, dass wir das noch nicht wissen. Das wollte ich nur nochmal betonen, bevor wir jetzt mit dieser Betrachtung wirklich anfangen. Trotzdem kann man mal darüber reden, was wäre wenn. Ihr erinnert euch vielleicht noch, Maneuvering Characteristics Augmentation System, kurz MCAS. Da haben wir schon mal bei dem Lion Air Absturz ausführlich drüber gesprochen. Das müssen wir jetzt nicht nochmal genau erklären. Wichtig ist nur zu wissen, dass es bei diesem System
System darum geht, kritische Fluglagen, die das System durch kritische Anstellwinkel erkennt, diese Fluglagen ja zu realisieren und dann dagegen zu arbeiten, rechtzeitig und richtig zu korrigieren, um dann beispielsweise Abstürze wie den des A330 der Air France beim Air France Flug 447 zu verhindern. Da ist der Flieger letztendlich durch einen massiven Strömungsabriss, hervorgerufen durch einen viel zu hohen Anstellwinkel, teilweise von über 40 Grad, dadurch ist das Flugzeug dann letztendlich abgestürzt mit über 200 Todesopfern. Und das möchte man durch dieses System verhindern, aber das erkläre ich später auch nochmal etwas genauer. Aber nun erst einmal zu den ganz klaren offensichtlichen Ähnlichkeiten zwischen dem Lion Air Absturz Ende Oktober und dem Ethiopian Airlines Absturz vor zwei Tagen. Natürlich, klar, beides brandneue Flugzeuge, 737 MAX 8, erst wenige Monate alt, und beide Flugzeuge haben sich bei dem Absturz in ihre Einzelteile zerlegt. Bei beiden Abstürzen gab es keine Überlebenden und beide Maschinen sind kurz nach dem Start abgestürzt. Beim Lion Air Flug waren es etwa 13 Minuten Flugzeit, jetzt hier bei Ethiopian Airlines waren es nochmal einige Minuten weniger. Dazu haben sich in beiden Fällen die Piloten der Flieger kurz vor dem Absturz noch einmal über Funk gemeldet. Sie wollten aufgrund von Problemen zum Startflughafen zurückkehren. Das war am Sonntag noch nicht so ganz klar. Mittlerweile wissen wir, auch die Ethiopian Airlines Piloten haben sich noch mal über Funk gemeldet, haben gesagt, dass sie Probleme mit dem Flugzeug haben und deswegen zum Startflughafen nach Addis Abeba zurückkehren werden. Die nächste große und wichtige Ähnlichkeit finden wir dann in der Art und Weise, wie die beiden Flugzeuge an Höhe verloren haben. Ihr hattet das auch am Sonntag schon ganz klar erkannt, beziehungsweise auch in die Kommentare geschrieben, dass die Maschine es in unter 5 Minuten Flugzeit nicht geschafft hat, über 1000 Fuß an Höhe zu gewinnen. Dazu ist nochmal ganz wichtig, der Flughafen von Addis Abeba, der befindet sich auf einer Höhe von etwa 7600 Fuß. Laut den groben Flightradar-Daten, die sich, soweit ich weiß, aus den Höhendaten des Transponders des Flugzeuges ergeben, lässt sich dann erkennen, dass die Maschine in diesen unter 5 Minuten Flugzeit nur etwa auf 8600 Fuß gestiegen ist. Da ist aber wichtig zu beachten, dass der Transponder die Höhe immer misst über der standardnormalen Null-Druckfläche, also über der Druckfläche von 1013 Hektopascal. Das ist der Luftdruck auf normal Null in der Standardatmosphäre. An diesem Tag, am Sonntag, hatten wir in Äthiopien keine Standardatmosphäre. Da gab es einen etwas anderen Luftdruck auf normal Null. Diese Korrektur nehmen die Piloten im Cockpit durch das Einstellen des sogenannten QNH vor. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das hört man auch bei Pilots Eye in irgendwelchen Folgen dann, wenn die Maschine sich dem Flughafen nähert und dann der Lotse zum Flugzeug beispielsweise sagt, Lufthansa so und so, Descent Altitude 5000 Feet und QNH 1015. Dann wisst ihr, in genau diesem Moment nehmen die Piloten diese Korrektur am Höhenmesser durch das Einstellen des QNH vor. Und das müssen wir jetzt hier quasi bei diesen Flightradar-Daten nachträglich auch noch machen. Und dann ergibt sich, dass die Maschine auf etwa 9000 Fuß gestiegen ist. Aber das ist auch gar nicht so wichtig, das nur kurz zur Erklärung. Wichtig ist nur zu verstehen, dass das in unter 5 Minuten Flugzeit auch auf jeden Fall viel zu wenig ist, was die da gestiegen sind. Außerdem sieht man auf diesen Daten, dass die Maschine kurz vor dem steilen Sinkflug, der dann letztendlich im Absturz endete, dass die Maschine dort mindestens einmal schon in den Sinkflug und dann wieder in den Steigflug gegangen ist. Und auch das ist eine Ähnlichkeit zum Absturz der Lion Air Maschine Ende Oktober. Da hat man dann mit Hilfe des Flugdatenschreibers herausgefunden, dass die Maschine 26 Mal in den Sinkflug und danach wieder in den Steigflug gegangen ist. Das waren quasi diese 26 Momente, in denen die Piloten gegen das MCAS-System der Boeing gekämpft haben und dann immer wieder manuell den Flieger in den Steigflug gebracht haben, die Maschine dann aber immer wieder gegen sie gearbeitet hat und die Nase runtergedrückt hat und das Flugzeug damit wieder in den Sinkflug gebracht hat. Den sogenannten Flight Data Recorder sowie auch den Cockpit Voice Recorder der 737 MAX 8 der Ethiopian Airlines, die jetzt vor zwei Tagen abgestürzt ist, den hat man mittlerweile oder die hat man mittlerweile beide gefunden. Die befinden sich zum aktuellen Zeitpunkt in der Auswertung und da jetzt an den Flight Radar Daten erkennen zu wollen, wie oft das System wie eingegriffen hat und wie oft die Maschine in Sink- und Steigflug gegangen ist und dann ja ganz klar das MCAS und die fehlerhafte Reaktion der Piloten als Ursache zu identifizieren, das halte ich für ein bisschen voreilig. Da sollte man auf jeden Fall gucken, was die Leute da aus dem Flugdatenschreiber an Daten rausholen. Das ist jetzt natürlich irgendwie auch die Herausforderung für jeden einzelnen Ermittler, der an diesem Fall jetzt beteiligt ist, da eben nicht einfach zu sagen, ey, das war genauso wie beim letzten Mal auch, weil es gibt gewisse Ähnlichkeiten. Denn wenn man gewisse Ähnlichkeiten finden möchte, dann findet man natürlich auch gewisse Unterschiede. Beispielsweise den am Vortag gewechselten Angle of Attack Sensor der Lion Air Maschine oder auch die Höhe des Flughafens. Da bei Lion Air, da ist man knapp auf Meereshöhe gestartet und jetzt bei dem Ethiopian Airlines Vorfall, da startete man auf etwa 7600 Fuß und das macht große Unterschiede bei Start und Landung. Es gibt gewisse Dinge, die man da beachten muss. Und auch das kann hier selbstverständlich durchaus eine Rolle gespielt haben. Was ich damit sagen möchte, ist, glaube ich, völlig klar. Lassen wir, gerade wenn es um diese Details geht, erst einmal die Leute ermitteln, die davon wirklich Ahnung haben, beziehungsweise die die entsprechenden Informationen auch zur Verfügung haben. Und lassen wir vor allem erstmal die Leute ermitteln, weil sie Ermittler sind. Und ja, ansonsten kann man eigentlich nur noch sagen, dass das MCAS-System in der 737 aber auf jeden Fall für gewisse Schwierigkeiten sorgt. Der Flugzeughersteller Boeing hat nach dem Lion Air-Absturz mit 190
189 Todesopfern einen Sicherheitshinweis an alle Betreiber der Maschine herausgegeben, welcher auf die richtige Reaktion bzw. auf die richtige Vorgehensweise bei einem fehlerhaften MCAS-Eingriff erinnern soll. Außerdem wurde ein Software-Update angekündigt, was ja schon mal ein Hinweis darauf ist, dass mit dem System irgendwas noch nicht ganz in Ordnung ist bzw. da auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial ist bzw. man das Ganze einfach noch optimieren kann für den täglichen Betrieb. Und ja, das System oder dieses Update, das wird aktuell noch ausgearbeitet. Das soll dann in den nächsten Wochen auf der 737 MAX installiert werden. Ich konnte leider nicht genau rausfinden, inwiefern dann dieses Update, ja, inwiefern das auf das System eingreift bzw. inwiefern das Änderungen hervorruft. Aber das scheint ein recht massives Update zu sein. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Hintergrund. Mittlerweile wurden über 10.000 Boeing 737 in verschiedensten Versionen ausgeliefert über die ganzen Jahre. Und die 737 ist dabei ein sehr sicheres Flugzeug bzw. ein durchschnittlich sicheres Flugzeug für die jeweiligen Zeitepochen an Luftfahrt, kann man ja schon fast sagen. Allein deswegen, aufgrund dieser hohen Anzahl an ausgelieferten Flugzeugen, stürzt in Anführungszeichen gefühlt immer mal wieder eine 737 ab. Insgesamt gab es über die ganzen Jahre etwas mehr als 90 Totalverluste dieser Maschine mit Todesopfern. Dabei sind knapp etwas mehr als 5.100 Menschen gestorben. Es klingt vielleicht nicht so, aber es ist eine vergleichsweise gute Statistik für dieses Flugzeug, obwohl man mit solch lobenden Bezeichnungen natürlich bei diesem Thema etwas vorsichtig sein sollte. Besser sollte das auf jeden Fall immer gehen. Solange da nicht Null steht, kann man da auf jeden Fall noch was optimieren. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Bei der Next Generation 737, also bei den Versionen 600 bis 900, ist es so, dass auf 4,2 Millionen Abflüge des Flugzeuges ein Totalverlust kommt. Das sagt zumindest die Statistik. Das ist somit sehr gut vergleichbar mit dem Airbus A320. Der kommt da auf recht identische Werte. Und da kann man jetzt natürlich noch unterscheiden zwischen Pilotenfehlern oder irgendwelchen technischen Ursachen oder anderweitigen Ursachen. Wichtig zu verstehen ist in diesem Fall jetzt aber nur, dass die 737 als solches ein sehr sicheres Flugzeug ist und da nicht generell einfach in der Sicherheitsstatistik schon irgendwie aus der Reihe tanzen würde. Es scheint einfach jetzt ein Problem bei der 737 MAX zu geben. Das sogenannte MCAS, von dem wir die ganze Zeit reden, und ich sage es auf jeden Fall nochmal dazu, es wurde noch nicht als wichtiger Faktor für den Ethiopian Airlines Absturz identifiziert. Das Maneuvering Characteristics Augmentation System, so heißt es ausgesprochen, das hat man in der 737 MAX übrigens aufgrund ihrer neuen Triebwerke verbaut. Erst einmal gilt für die meisten Verkehrsflugzeuge oder für alle Verkehrsflugzeuge, die die Triebwerke unter den Tragflächen hängen haben, und das sind nun mal die meisten Verkehrsflugzeuge, dass im Falle eines Strömungsabrisses bzw. auch im Falle eines drohenden Strömungsabrisses man ja durchaus auf die Idee kommen könnte, die Fluggeschwindigkeit zu erhöhen und damit indirekt den Anstellwinkel zu verringern, indem man einfach die Triebwerksleistung erhöht, den Schub erhöht. Und das sorgt aufgrund der unter den Tragflächen hängenden Triebwerke erst einmal dafür, für die Sekunde, dass der Flieger ein sogenanntes Pitch-Up-Moment bekommt. Und das könnte hier jetzt plötzlich erst einmal für diesen Moment den Anstellwinkel viel mehr erhöhen als verringern. Bei der 737 MAX würde sich dieser Effekt jetzt dadurch deutlich verstärken, dass die Triebwerke eben nicht nur unter den Tragflächen hängen, sondern auch ein ganzes Stück davor. Die hat man ja ein ganzes Stück weiter vorne hinhängen müssen, weil sie eben deutlich größer sind als zum Beispiel bei einer 737-800. Und weil das eben ja technisch ein Riesenaufwand gewesen wäre, das Flugzeug so weit hoch zu bocken, dass die da vernünftig drunter passen, hat man diese Triebwerksaufhängung auch deutlich länger gemacht, damit die Triebwerke an sich weiter vorne hängen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall, wenn dieser Flieger jetzt im entsprechenden Moment kurz vor einem Strömungsabriss durch einen Fehler des Piloten einen Pitch-Up-Moment bekommt, könnten sich die Triebwerke, dadurch, dass sie so weit vorne hängen, sogar so weit nach oben bewegen, dass sie die Umströmung der hinter ihnen liegenden Tragfläche verhindern könnten, was das Zurückführen in einen stabilen Flugzustand deutlich erschweren würde bzw. vielleicht sogar fast unmöglich machen würde. Und genau in diesem Moment soll das MCAS, das System, was hier jetzt so umstritten ist, genau in diesem Moment soll das blitzschnell eingreifen können und die Situation entschärfen können. Das ist ja sicherlich auch gar keine doofe Idee, nur an der Umsetzung scheint es hier noch ein bisschen zu hapern. So viel also zum Thema Boeing 737 MAX und zum Ethiopian Airlines Absturz. Und um nochmal zur Anfangsfrage zurückzukehren. Ich kann das durchaus verstehen, wenn man sich jetzt bei der 737 MAX ein bisschen unwohl fühlt. Es wird selbstverständlich kein Monster aus diesem Flugzeug aufgrund des Fehlers. Das Flugzeug ist sicherlich noch ein recht sicheres Flugzeug, aber es scheint ja einen Fehler zu geben, den man beheben kann. Und da kann ich es durchaus verstehen, wenn man da lieber mal die Ermittlungsergebnisse abwarten möchte und erstmal nicht in dieses Flugzeug steigt. Man sollte einfach generell nicht in Flugzeuge steigen, in denen man sich unwohl fühlt. Also in diesem Sinne, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu diesem Thema und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Informationen dabei. Ich freue mich auf Feedback zum Video und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.